Wie installiere ich den Beaker Browser? Ich benutze einen Linux Ubuntu und der Beaker Browser ist aber auch für Windows oder für Mac steht zur Verfügung. Der Beaker Browser ist ein experimenteller Peer-to-Peer Browser, unterstützt die Protokolle HTTP, HTTPS und DAT. Und ihr könnt Daten und Webseiten mit euren Freunden bzw. jeder, der das DAT-Protokoll öffnen kann, könnt ihr das austauschen, euch austauschen. Hostlos, also ihr habt keinen, braucht keinen Server oder ihr seid halt selber euer Host. Dazu geht ihr auf beakerbrowser.com, auf Insta. Hier in dem Fall ziehe ich mir das Linux. Für alles gibt es quasi in hier für Windows eine Exe, ist klar, und für Mac in DMG. Bei Linux gibt es ein App-Image. Das downloade ich mir. 113 MB. So. Jetzt muss ich mal ganz schnell umschalten. Bildschirmaufnahme. So, dann habt ihr das Image gedownloadet. Ich habe mir das auf dem Desktop gezogen. Und hier ist noch eine Sache, dass man über die Eigenschaften, Zugriffsrechte, ausführen Datei als Programm. Das ist wichtig. Und dann könnt ihr bei Doppelklick das öffnen. Das war's.